Tja Leute, jetzt ist Folgendes. Wir wollten eigentlich direkt hier raus und euch die Filmkritik präsentieren. Keine Chance. Hallo liebe YouTube-Zuschauer, herzlich willkommen zurück auf dem Moviepicker und dem Cobrettis Kanal. Hallöchen meine lieben Filmfans und fucking Freaks, herzlich willkommen. Wir sind gerade frisch aus dem Adidas Trainingscamp rausgekommen. Das fällt mir gerade mal so auf. Jo, ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, Hallöchen. Ja, also ihr werdet euch fragen, also erstmal werdet ihr euch fragen, warum gucke ich immer so nach da? Und also wir haben, also meine Kamera ist quasi hier aufgebaut, da. Und von dem Olli die Kamera, hallo, da, also hallo. Macht euch nichts draus. Ich quatsch einfach mal kurz drauf los. Wir sind hier in Düsseldorf im UCI in der Sauna. Ja. Leute, ohne Scheiß, wir sind hier gerade ins Parkhaus reingefahren und hier ist eine Luftfeuchtigkeit von mindestens 99%. Dass die Kameralinsen nicht beschlagen ist alles. Das stimmt. Wahnsinn. Wohl. Also wir sind froh, wir haben einen Parkplatz gefunden und wir beide gehen jetzt hier ins Kino und gucken uns Halloween Ends an. Endlich drauf gewartet, ja. Nach drei Jahren endet die ganze Sache jetzt endlich und wir sind wirklich gespannt. Ja. Und Leute, bleibt auf jeden Fall dran, denn das wird ein ganz besonderer Kinobesuch, denn wir sind in einem, wie heißt das, IMAX Kino. Ein Schnapper, die Karte. Ja. 22 Euro ist Stück. Und ein Stück von meiner rechten Leber. Ja, so ungefähr. Also das heißt, also die Erwartungen sind also jetzt ins Unermessliche geschossen. Wir freuen uns deshalb mega. Ja, auf jeden Fall. Ne, also wir sind ja auch nicht nur vom alten Schlag, wir sind ja auch alt und deswegen gibt es hoffentlich gemütliche Sitze. Ne? Mhm. Schönes Leder für altes Leder. Mhm. Ja, genau. Und ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ja, ich habe jetzt gerade hinten am Rücksitz gefummelt. Ich dachte, mein Rucksack wäre da, weil ich wollte euch eigentlich zeigen, was ich so zu essen mit habe. Weil 22 Euro die Karte heißt, wir müssen ja ein bisschen was sparen. Ja. Und also ich habe... ihr seht da auf jeden Fall, wo die Reise hingeht. Ja. Wasser, zum Wachbleiben, zwei Energies. Ja, Leute, der Spaß ist... Salami. Low Carb. Moment, ich bin noch nicht fertig. Ach so. Ein Riegelchen. Ich habe noch nicht zu Abend gegessen. Studentenfutter. Noch Bitterkön? Nee, das war's. Das war's. Ja, meinte sind, also ich habe mitgenommen, ich habe mir von Lidl zwei 0,5er Cola mitgenommen. Kurz bevor ich dann abgehauen bin, aus dem Eisfach genommen. Also die dürfen jetzt noch schön kalt sein. Dann habe ich mir abgewogen, weil ihr wisst, ich muss ja auf meine Plauze achten. 500 Kilokalorien, eine Tüte Popcorn aus der Mikrowelle und eine Hanf. Mikrowelle mit? Die Mikrowelle mit dem Kind im Kofferraum. Und eine Handvoll Haribo, Colorado. Ja. Aber nur eine Handvoll. Nur eine Handvoll. Früher wären das Nachos hier, Tacos-Dings gewesen mit Dip. Und aber wir müssen ja gucken, wo wir bleiben. So, wir sind jetzt schon später, 19.33 Uhr, um 19.50 Uhr startet der Film, ne? Ja. Oder? Ja. Das heißt... Wir beeilen uns jetzt, das kriegt ihr natürlich nicht mit, weil jetzt kommen diverse Schnitte. Ja, aber passend zu Halloween Ends, habe ich dir noch ein kleines Präsent mitgebracht. Habe ich übrig, kannst du wahrscheinlich nicht mehr abspielen, ist ein bestimmt ein schönes Dekostück. Ich kenne nämlich keinen größeren Fan als Herrn Cobretti. Over the top. Oh, geil. Ist da leider ein bisschen abgeranzt, aber... Geil, danke. Ja, bitte, bitte. Boah, Hammer. Eine VHS von Over the Top. Du hast mir ja schon mal diverse VHS zukommen lassen, aber Rocky 4 auch, ne? Leute, ihr wisst, so, und jetzt ist der Sitz gerade eben nass geworden. Ja. Also hier, geil, danke schön. Bitte, bitte. Danke, also solche Klamotten, das ist wirklich unbezahlbar heutzutage. Ne? Ich habe es nur nicht geschafft, um ein bisschen sauber zu machen. Geil. Wer braucht denn schon dieses scheiß überteuerte... Mediabook. Ja. Ja, ich war ja letztens im Müller, falls du das Video gesehen hast, da lag das noch rum. Da lag es noch rum? Ja. Okay, ist teilweise schon ausverkauft, habe ich gehört. Tatsächlich, also ich weiß nicht, die Limitierung war, ich glaube 2000, oder die haben keine genannt, ich weiß es nicht, aber
Gut, also schnell zum Müller. Also ich glaube, wir müssen uns jetzt beeilen. Ja, jetzt gehen wir aber. Alter, danke, danke. Bitte, bitte. Vielen lieben Dank. So, hier, so, aber ich wollte euch noch kurz was zeigen. Hier, meine kleine Errungenschaft. Oh, Moment, ich hoffe, das bleibt hier stehen. So, wenn zwar einmal kurz wenden. Guck mal. So, so sieht das so aus. So sieht das jetzt aus. Deswegen hinter den Kulissen. Es ist ja schon dunkel draußen. Ja, und hier einen kleinen Strahler mitgebracht. Der ist hier im Zigarettenanzünder und so kriegt man hier gleißendes Licht. Ja. Ach so, und mich sieht man hier auch. Kuckuck. So, jetzt geht's los. Die Treppen hoch. Oh, mit Kamera. Ja, ich kann auch filmen. Ja, jetzt aber schnell. So, wir sind schon spät dran, Leute. Guck mal, da können wir sogar laufen. Knöchel habe ich hier rein. Oh. Oh, wir sind ja jetzt draußen. Ach so, ich dachte, wir kommen direkt im Kinohaus. Tada. Aha, okay. Interessant, Leute. Oh. Oh, wartet mal eben. Vielleicht können wir mal hier. Ah. So sieht es hier aus. Oh, und da ist tatsächlich auch IMAX. So, Leute, da Halloween Ends. Boah, ist das hier fett. Das ist so richtig Highlight für mich, ey, in Düsseldorf, ey. Guckt euch das an. So, jetzt aber rein. Wo ist der Picker? Da. Was denn? Ich bin begeistert. Guckt ihr das Plakat an fürs Wohnzimmer. Ja. Weißt du was, ich hole mir gleich die Leiter aus dem Auto und dann nehme ich das mit. Kein Problem. Rollen wir ein. Ist doch nichts. So, machen wir rein im Kofferraum, oder? Ich kann sagen, kriegen wir rein. So, jetzt gehen wir mal rein, Leute. Gucken wir mal hier, wie das hier läuft. So, die alten Säcke. Es geht los. Auf nach oben, Leute. Oh. So. Da ist doch schon IMAX. Ist das das? Oder gibt es hier mehrere davon? Ja, ich glaube schon. Moment mal, wo gibt es denn hier die Toiletten, Herr Picker? Toiletten, hier entlang. Oh, ja, dann Toilette. Ah, da. Leute, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Aber hier, hier glaube ich nicht. Ah, nee, hier ist für Damen. Aha, aha. Hä? Wo ist denn für Männer? Ach hier. Da, wo es dunkel ist. Ach so, aha. Darkroom. Ah, ja, da wollen wir mal. Das ist der Michael. So, jetzt gehen wir mal zum Michael. Hier ist auch Stromsparen angesagt. Oh. Oh, ja, das ist meine Rolltreppe, Leute. Ja. Ich bin hier spannend. Da so ein Kino schon mal gesehen? Hallo! Kuckuck! Ey, da wird's dir aber wirklich ein bisschen mulmig hier. So. Guckt euch das mal an. Boah, wie hoch ist das denn? Nicht schlecht. Also ich bin mal gespannt, was uns gleich hier, was uns gleich hier im Kino erwartet, echt. So, dann geht's jetzt wieder abwärts. Ja, war nix. Film vorbei, war kacke, abgebrochen. Also wirklich, der größte Dreck. Ehrlicherweise haben wir den Kinosaal nicht gefunden und dachten, der ist oben. Ich war ja auch noch nie da. Aber ich nehme mal an, K1 steht für Keller. Keller geht nur eins. Also wieder runter. Leute, wir werden gleich den, einen Blick in den Saal hier werfen können. Wir gehen mal hier. Ob der Film schon läuft, wie viel haben wir denn? Moment, 19.46 Uhr. Oh, jetzt wird es aber Zeit hier. Ach, ich glaube, da ist es doch. Ja, ich werde 46. Ich bin ja jetzt 45. Riechen tust du älter. IMAX, so, da ist es doch so. Wo sitzen wir denn? Ich weiß, Moment. Reihe 10, Sitze 5.
15 und 16, Alter. Was ist denn das für eine Leinwand? Das ist ja voll das Hochhaus. Was oder? Ist das denn? Alto Belli. Muss erstmal hier erstmal einen Blick riskieren. Ist total überlaufen. Total überlaufen. Wir werden mal einen Blick. Wir haben alle keinen Bock. Ich hoffe, wir kriegen ja noch einen Platz. Aber, da, also. Aber nicht, dass hier gleich Pokémon läuft. Aber mal ohne Scheiß, ja? Ey, Leute, das ist eine Leinwand. Das weiße Etwas hier ist eine Leinwand. Alter, stell dich mal bitte davor, dass die Leute sehen, was das für ein Riesending ist. Ey. Guckt euch das mal an. Ist das der Wahnsinn? Ich mach mal kurz hier ein bisschen so. Guckt mal hier. Hammer. Nicht schlecht, ey. Junge, Junge, Junge. Wo ist denn der Picker jetzt hin? Jetzt habe ich mich einmal rumgedreht. Ach so. Also das ist ja der Hammer hier. Wahnsinn, Leute. Das ist ja Wahnsinn. So. Ah ja. Mal jetzt sehen. Erhältlich im Kino oder unter uci-shop.de. UCI, we make movies better. Gönn dir, Junge. Ich knack gleich weg. Ob mit der UCI Funbox für zwei, unserer UCI Geschenkkarte oder einem Kinogutschein zum Geburtstag. Es ist so leicht, ein Lächeln zu verschenken. Verschenke Kino. TV begeistern uns schon seit über 22 Jahren für das Kino und die große Welt der Unterhaltungselektronik. Bei uns arbeiten Kinofans, die dir die aktuelle HiFi und Videotechnik in Cast begeistert präsentieren werden. Also Leute, hier einmal, so sieht das in so einem Kino hier nach dem Film aus, ha? Huh? Natürlich erfahrt ihr gleich, wie uns der Film gefallen hat. Ist gerade zu Ende gegangen. Und der Saal von hier oben, seht ihr mal richtig, wie fett der Saal ist, ey. Das ist der Hammer. Schon, oh. Ja, der Film ist zu Ende und da ist ja auch der Pieker. Schnell weg, ich habe in den Sessel gepupst. Oh, jo, jetzt aber schnell. Ja, wir sind uns am Aufnehmen. Ja. Für heute reicht es. Boah, Faxendicke, Junge. Ich wollte gerade sagen, Viertel nach zwölf, aber das war deine Anzeige da. Ja, Leute. So, Film ist zu Ende. Ja. Und, ja. Wir wissen gar nicht, wo wir als erstes hinscheißen sollen. Ja. Was ein Tag, was ein Tag. Ich sag mal so, bevor wir jetzt mit unserer super professionellen Review hier anfangen, zeigen wir euch mal kurz in einem kurzen Video, wie uns der Film gefallen hat. So. So, das war kurz und knapp die Inhaltsangabe von Halloween Ends. Ganz ehrlich, es wird jetzt auch ein bisschen, ich habe das ja gerade schon gesagt, ich bin sprachlos, Alter, ja. Was ich da gesehen habe gerade. Wir haben uns ja vor dem Film, ehrlich gesagt, haben wir uns ja ein bisschen, man versucht ja so Kritiken dann nicht so mitzubekommen, und aber trotzdem, man hat es mitbekommen, der eine oder andere in der Facebook-Freundesliste hat dem Film eine 1 von 5 gegeben und auch so hat man Kritiken vernommen, dass er nicht so gut sein soll. Wir waren trotzdem heiß wie Frittenfett, ja. In der Hoffnung, dass es nicht so ist. Und dann startete der Film. Und ich glaube, es kann durchaus passieren, dass ein paar Spoiler kommen. Das mal vorab. Aber ist es bei dem Haufen Scheiße auch nicht schlimm? Nee. Also, es hat fast, also ungefähr eine Stunde gedauert, bis Michael Myers das erste Mal zu sehen sah. Ja. War, ne? Oder? So ungefähr. Also davon mal ab. Der Film hat angefangen, sich unnötig in die Länge zu ziehen. Das war so eine Mischung aus
wie heißen die zwei nochmal? Bonnie und Clyde und Drama mit Charakter und Coming of Age und was weiß ich nicht alles. Die wollten da irgendwie so viel reinballern in einen Halloween-Film. Und genau, das Ganze gepaart spielt dann in Haddonfield, logischerweise. Genau, also der Film hat schon irgendwie auch mit einer Halloween-untypischen Szene begonnen, die ich aber gar nicht schlecht fand, so vom Effekt her, was da am Anfang passiert ist. Ich so, okay, mal gucken, was noch so passiert. Genau. Und ich habe mir nur gedacht, aber was hat dann Michael Myers jetzt damit zu tun, mit dem, was da jetzt passiert ist? So. Genau. Und das war tatsächlich einfach nur so der Anfang des Films, dass uns eigentlich der Hauptcharakter dieses Films dadurch eingeführt wurde. Ja. Wo ich gar nicht mit gerechnet hatte. Von Laurie Strode, die Enkelin, spielt quasi dann die zweite Hauptrolle mit. Kann man so sagen, genau. Ja. Genau. Die kommt halt dann dem Hauptcharakter des Films näher in dem Film. Und das ist dann halt die von Oligard angesprochene Liebesgeschichte, die da kommt. Ja. Und irgendwie, da, mal ganz ehrlich, Leute, das passte nicht zu einem Halloween. Michael Myers hatte ganz wenig Screentime. Auch, ich kann das gar nicht in Worte fassen, was ich da gesehen habe. Also ich sag mal so, es war für mich kein klassischer Halloween im Prinzip. Auch wie Michael dargestellt wurde und auch die Handlungsweise, ohne jetzt zu viel zu spoilern, die er da gemacht hat, habe ich in anderen Filmen noch nie vorher von ihm gesehen. Nee, vor allem, ja. Ich konnte das, ja, jetzt müsste man eigentlich spoilern, ich konnte das auch nicht richtig nachvollziehen, wo der Typ dann zu ihm das erste Mal, wo er ihn reingezogen hat, wie er dann auf ihn reagiert hat. Also quasi direkt, also als wenn Michael das mit Berechnung gemacht hätte, um an Laurie dran zu kommen. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber er kannte ihn doch gar nicht. Nee, er kannte ihn nicht, aber ich denke, Michael hat das einfach so, während er ihn da gewürgt hat, kamen ja so viele Ausschnitte, waren ja da zu sehen. Und ich denke, Gedankenübertragung. Ja, genau. Ja, so. Also an, so nach Motto, er hätte gespürt, dass er quasi unschuldig war. Ne, ja. Zu dem, was er da getan hat am Anfang. Und was ich eben sagen wollte, Michael Myers war in diesem Film total seinem Alter gerecht zerbrechlich. Der war richtig verletzbar. Im Vergleich zu den letzten beiden Teilen haben die so einen Sprung nach vorne gemacht, auch vom Alter her, wie er aufgetreten ist, richtig. Er war richtig fertig. Man merkt richtig, der war fertig, der war durch komplett ein alter Mann und er ist auch am Ende demaskiert worden. Genau. Ja. Nicht jetzt. Also, ja. Ja. Man hat schon etwas gesehen. Ne? Man hat mehr gesehen als in den Teilen davor, ja. Genau. Also, ich sag mal so, Leute, um es mal jetzt auf den Punkt zu bringen. Spart euch die Kohle, da ins Kino zu gehen. Ja. Ganz ehrlich. Und was ich noch gerne dazu sagen möchte, ist, die Figur in diesem Teil, Laurie Strode, habe ich als sehr nervig empfunden irgendwie. Das war einfach, die hat da wie so eine Geschichtenerzählerin hat die da fungiert. Einfach nur eine blöde Anekdote nach der anderen, eine Klugscheißerlein nach der anderen. Zwischendurch hat sie ihre Memoiren geschrieben dann hat sie die vorgelesen quasi und die Geschichte erzählt. Richtig, so. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja 4 Jahre danach gewesen, also quasi was nach Kills passiert ist, 4 Jahre danach. Und man hat ja bei dem ersten Halloween gemerkt, dass die ja quasi wie so ein Trauma davon getragen hat, nach Jahrzehnten. Und da ist es jetzt 4 Jahre danach, als wäre nichts gewesen. Die schnitzt da Kürbisse. Wollte ich gerade sagen, die bereitet das Haus Halloween. Vor. Ja, künstliche Spinnenweben überall hin. Der ganze Storyaufbau auf diesem Charakter dahingeschissen. Einfach so weggerotzt. Ja. Bullshit. Was ich noch schlimmer finde, sie haben für mich, also jetzt nicht Halloween nur enden lassen, was glaube ich sowieso nicht enden wird, das dachten wir ja schon ein paar Mal, aber sie haben eigentlich die Figur Michael Myers, wie ich sie eigentlich mir immer so im Laufe der Jahre aufgebaut habe, und ich sage dazu, Leute, ich habe
die Halloween-Teile damals schon als Jugendlicher geguckt auf VHS. Also ich weiß da schon ein bisschen, wovon ich rede. Ich habe das die ganzen Jahre über begleitet. Und für mich ist das dann doch so aus einer kleinen Herzensangelegenheit. Und was sie mit dem Charakter da gemacht haben, der Film heißt Halloween Ends. Wir haben 3 fucking Jahre auf dieses Ende da gewartet. Und dann spielt er am Ende, mal ganz ehrlich, er spielt nicht die Hauptfigur. Mhm. Er spielt nicht die Hauptfigur. Er taucht nach einer Stunde kurz ab und dann hat man das, taucht er kurz auf und dann hat man das Gefühl, er gibt seinen Stab weiter, wie du schon gesagt hast, ne? Dass jemand bei ihm in die Leere geht, eine Zeit lang killen die zu zweit. Der hat ja, jemanden bei sich. Das gab es noch nie, noch nie. Warum macht man sowas beim letzten Halloween? Warum tut man so etwas? Der hätte auch genauso gut heißen können, Michael Myers Baby. Ja, also nicht Chucky's Baby, ja, ja. Sondern, ja. Ne. Also, nee. Was die da gemacht haben, ich bin immer noch sprachlos. Ich würde ihm jetzt nicht nur eine 1 von 5 geben, irgendwie, wenn ich von 5, also von mir persönlich würde ihm vielleicht mit viel Wohlwollen, weil eine 5 von 10 geben oder so. Ich meine, das ist ja eigentlich auch schon schlecht für eine Halloween, ich weiß nicht. Also ich mag ja gar nicht, ich persönlich mag das ja gar nicht, irgendwelche Punkte oder so vergeben. Ja, das weiß ich ja. Ich kann sagen, was gut... Ich mach das Fenster auf. Ja, gerne. Ich kann sagen, was gut war und was schlecht war. Man kann ja mal mit den schlechten Sachen anfangen. Das hat sich einfach viel zu lange gezogen. Ja, bis es da mal losging einfach nur, ja, diese ganze Vorgeschichte, wie gesagt, diese Laberei von irgendwelchen Anekdoten da und diese Liebesgeschichte-Scheiße da, ne, also, wie gesagt, das hat sich alles in die Länge gezogen, dann zu wenig Michael Myers, war kein richtiger Halloween-Film, was war noch scheiße? Ja, dass der da so quasi im Tag-Team gearbeitet hat. Ja, und du hast halt, du hast gesagt, du gehst in ein Halloween Ends. Das heißt, du freust dich auf einen Film mit Michael Myers. Ja. Was aber gar nicht der Fall war. Ja. Der andere Typ hat die Hauptrolle gespielt. Ja. Das passte überhaupt nicht. Das war furchtbar, finde ich. Furchtbar. Das ist, also, das war, für mich war das jetzt genauso wie bei dem Film Leatherface. Ja, wo auch noch nicht klar war, welcher Charakter wirklich später Leatherface wird. Ach ja. Ne, alles arbeitet darauf hin, dass das der dicke, dumme Junge ist. Ja. Und dann ist es der blonde Schönling. Totaler Arschfick. Wahnsinn, ne? Ja. Also. Was war denn gut? Gut. Das Intro war toll. Das Intro. Hat mir sehr gut gefallen. Und die Kills waren gut. Ich sag nur, Zunge auf dem Plattenspieler, ja. Also, da musst du auch mal lachen zwischendurch. Da war gut gelacht, ja. Ja, und aber das war's. Ja, die Dialoge zum Fremdschämen teilweise. Ja, also Bullshit. Ganz, ganz billig. Sorry, ist ja. Leider so. Die Kills, falls euch das interessiert, also auf jeden Fall weniger als bei Halloween Kills, ja. Weniger Kills, aber durchaus einer gewissen Härte. Das heißt, die 18er Freigabe finde ich da schon gerechtfertigt. Das ist schon die Hemmschwelle heutzutage. Und weißt du, was mir aufgefallen ist? Da waren doch auch so diverse Rückblenden zu sehen. Und da waren, und diese Reihe, die ignoriert doch, also die... Alles nach Teil 1, richtig? Eigentlich schon. Ja. Und da waren Rückblenden zu sehen aus Halloween 4. Ja, wo das Mädchen mitspielt. Wo das kleine Mädchen mitspielt. Genau. Und da war der einmal zwischen den Wäschelaken da zu sehen. Und diese Maske war aus Teil 4. Da lege ich meine Eichel in die Säure. Kann sein, aber die Szene ist aber aus Halloween 1 gewesen. Nur ich habe nicht auf die Maske geachtet, aber diese Szene ist in Halloween 1, wo sie aus dem Fenster guckt und richtig. In den Garten und er steht aber zwischen den Wäscheladen. Ja, aber diese Maske, diese Wangenknochen, die waren viel ausgeprägter. Das war noch nicht im ersten Teil. Oder sie haben es nachgespielt falsch. Also, weißt du? Also die Szene nochmal nachgespielt irgendwie. Das war meiner Meinung nach ein Filmfehler. Ganz, ganz krass. Mhm. Ja, also... Für mich... Nach Halloween 3, der ja eigentlich mit der Reihe selbst nichts zu tun hat, der schlechteste Teil. Halloween 3 wird nun mal so geführt. Ja, ich fand den so, also warum der da jetzt so mit aufgeführt wird, keine Ahnung. Ist ein eigenständiger Film, dafür finde ich ihn ganz gut. Ja, ist jetzt kein schlechter Film, meiner Meinung nach.
Aber das, was ich heute gesehen habe, war Rotze. Das war richtig schön ins Franchise reingeschissen. Ich weiß nicht, wie fandest du Rob Zombies Halloween 2? Den fand ich auch scheiße. Also finden wir den jetzt noch scheißerer? Ich ist es wirklich schwer zu sagen. Es ist auf eine andere Art scheiße. Ja, also Rob Zombies Halloween 2, ich weiß nicht, was der gute Mann da geraucht hat zu der Zeit. Da wird er ja auch als Tramper dargestellt, läuft da auch ohne Maske rum. Die Mutter da in weiß mit irgendeinem Einhorn da. Das ist ja vollkommen von dieser Welt. Das kann ich überhaupt nicht für voll nehmen. Also eigentlich hat man dem Franchise schon im Laufe der Jahre sehr viel angetan, sehr viel Negatives jetzt. Und das war heute jetzt so der Gipfel, was wir da gesehen haben, wirklich. Also das ist ja aus der Blumhaus-Schmiede da alles. Und eigentlich, die haben wirklich sehr, sehr gut angefangen, muss ich sagen. Der erste Halloween, der da rauskam, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Schöne Hommagen. Ja. Schöne, coole Szenen, geile Kamerafahrten, wirklich gut. Kills hat nochmal eine Megaschippe draufgelegt. Da ist natürlich diese Head-Szene war jetzt unnötig. Trotzdem hat er mich sehr, sehr gut unterhalten. Habe ich mir letztens nochmal reingezogen. Ja, wo der Donald Pleasence eingeblendet wurde wieder. Ne? Hammer, absolut die Hammer. Die Kills waren geil. Mhm. Und jetzt bei dem, wo wir hier im Kino waren, da war auch eine kleine Szene, die erinnerte an den ersten Teil, wo er die Alte da am Pool an die Wand mit dem Messer da erstochen hat und die hing da. So kam das halt auch im ersten Teil vor. Auch wo er dann so den Kopf neigte. Ne, das war 1:1 aus dem ersten Teil übernommen. Fand ich auch wieder nettes Detail. Aber das haut es nicht raus. Das war absoluter Bullshit. Das war einfach nur scheiße. Und ich weiß nicht, warum man so gut anfängt und das dann so scheiße weiterführt. Ich weiß nicht, was das soll. Ja. Also auch dieses... Wir brennen alles nieder. Wir müssen hier raus aus Haddonfield. Ja. Weil die sich da gerade in dem Moment alle angekackt fühlen. Ja, die fühlen sich. Also, was soll das? Ja, das sind diese unlogischen Sachen da. Also, Leute. Ich muss was trinken. Ich musste mir einen Kaffee holen. Es ist furchtbar. Also, hier von mir auf jeden Fall keine Empfehlung. Und ich wollte mir erst das Steelbook vorbestellen. Ist mir egal. Der wird auch nicht ausverkauft sein. Ich hole mir die Emma Raven, die kommt im Angebot billiger. Auf jeden Fall nicht zum Release, glaube ich, weil das ist der Film nicht wert. Also, für mich. Ja, ich weiß nicht, wie bei dir. Du bist ja so Steelbook-Sammler. Ne? Also. Ja, also normalerweise habe ich den ja auch abgeschworen, spätestens seit 96 Hours, ja, da, wo ich dann gesagt habe, Teil 2 und 3 werde ich mir nie im Leben mehr angucken. Aus der Sammlung verbannt, den ersten habe ich immer noch. Seitdem habe ich eigentlich gesagt, wenn irgendwas scheiße ist, auch wenn es zu einer Reihe gehört, mache ich das nicht mehr. Aber ich habe die Cover-Artworks schon gesehen und ich glaube, ich kann nicht widerstehen. Ich werde es mir erstmal holen. Aber sie sind dem Film überlegen. das, Leute, wie gesagt, müsst ihr halt selbst gucken. Ja, die Geschmäcker sind verschieden, aber da ist dann doch auch im Kino, ich habe auch so auch in entsetzte Gesichter geguckt, ehrlich. Das ist. Und es sind Leute aufgestanden, wo wir gedacht haben, ach, die gehen pinkeln, aber die kamen gar nicht mehr wieder. Und tschüss. Ja, und tschüss. Ja. Ja, okay. Dann würde ich sagen, es gibt ja noch ein paar andere lustige Sachen zu erwähnen. Lass uns doch mal kurz einmal erwähnen, wie uns dieser Kinosaal da blende ich mal an der Stelle auch, oder vielleicht du jetzt bei dir auch. Wir haben ja ein bisschen was gefilmt, mal an der Stelle ein, so auch nochmal. So eine fette Leinwand habe ich noch nie gesehen. Also ich war geplättet. Das war ja das Kino war das UCI am Hafen, ja, am Medienhafen in Düsseldorf. Und der Showroom war halt das IMAX. Das sollte, glaube ich, besseres Bild, besseren Ton, irgendwie sowas haben. Dann Ledersitze, ja, vom Allerfeinsten. Dort konnte man seine Sitzeinstellung verändern. Vorne kam so ein kleiner Schemel raus, ja, das heißt, du konntest die Füße hochlegen. Das habe ich auch erwartet für den Preis. Also ich habe wirklich noch nie so viel Geld für einen Kinobesuch ausgegeben. Das war schon krass. Ja. Genau, 22 Euro, wie gesagt. Ne? Ja. Haben wir ja vorhin schon mal. Ja. Also das war geil, war nur der falsche Film dafür. Leider, das auf jeden Fall. Aber das wäre vielleicht was für sowas wie Avatar. Keine Ahnung. Wenn euch das gefällt für so einen DC-Blockbuster oder vielleicht den neuen mit The Rock, ich würde nicht reingehen, aber der wird sehr viele Zuschauer bestimmt haben. Ich weiß nicht, Black Adam? Nee, wie ist der? Der schwarze Adam. Für solche Filme wahrscheinlich richtig fett, ne? Ja. Richtig fett. Ja, und dann
19.50 Uhr, Leute, sollte ja der Film beginnen. Ich glaube, er hat dann um 20.20 Uhr oder 25 begonnen. Und jetzt haben wir 0.10 Uhr. Und das hatte folgenden Grund. Jetzt möchten kommt's. Sie? Ja, wir sind dann nach dem super tollen Film, sind wir dann zum, also wir haben im Parkhaus geparkt, haben dann die Parkhauskarte eingelöst, haben dann den Betrag bezahlt, den das Parkhaus von uns haben wollte, sind ins Auto eingestiegen und wir hatten zwei Möglichkeiten, dort rauszufahren, eine linke Schranke und eine rechte Schranke. An der linken Schranke war jemand schon vor uns, das heißt, wir haben uns dann rechts eingeordnet, haben das bezahlte Parkhaus-Ticket in die Säule eingeführt. Das Ding hat die Karte geschluckt. Eingeführt, geschluckt, ja. Ja. Auf dem Display wurde bildlich dargestellt, wie die Schranke nach oben geht. Wir haben schon den ersten Gang eingelegt. Aber die Schranke blieb unten. Tada. Tada. Schatz, da wollen andere raus. Ja, ist mir aber egal, wir wollen auch raus. Ich bin nach Hause. Bibi. Ohne Scheiß. Ja, dann kam ein junges Pärchen auf uns zu und die meinten, die würden auch schon länger dort stehen. Gruß geht natürlich raus an der Stelle. Ja. Die dasselbe Problem hatten. Ja, und neben uns, die konnten immer weiter schön rausfahren. Ja, das Ticket kam nicht wieder raus. Es gab einen Notrufknopf. Der hat auch richtig schön fleißig geklingelt. Aber es hat keiner abgehoben. Ja, keine Sau in so einem Pförtnerhäuschen drin. Genau, vorne war noch ein Pförtnerhäuschen. Dort haben wir geklopft, gerufen, gar nichts. Es war auch keine Nummer da, die man anrufen konnte. Es war ein 24-Stunden-Parkhaus und es war niemand da, weil von Montag bis Freitag es nur besetzt war von 8 bis 18 Uhr. So, Herr Moviepicker, bitte schildern Sie doch einmal die aktuelle Situation hier gerade. Ja, wir sind ja frisch aus dem Kino gekommen und haben dann das Parkticket gelöst, haben bezahlt 5,30 Euro oder so. Und hier sind zwei Ausgänge. Ja, der eine funktioniert, wie man sieht. Der andere nicht. Ja? Und dann soll man dann. Service-Taste drücken. Drücken Sie Service eine Sekunde. Keiner da. Ja, wir waren dann schon so schlau und haben beim Kuhpark angerufen. Eine Durchsage außerhalb. Sie rufen außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Bitte drücken Sie doch einfach die Service-Taste. Ja. Auch alle anderen Tasten hier funktioniert gar nicht. Verarschen kann ich mich alleine. Quality in Parking. Ja. Ja, ist klar. Leute. So, und jetzt steht der Hobel hier und es kommt nicht weiter. Und es ist eine Luft hier drin. Es ist unglaublich. Pass mal auf. Wir haben ja vorhin gesagt, dass das warm ist hier im Parkhaus. Moment, ich mach mal kurz hier für euch Zündschlüssel rum. Und, oh, CD-Musik muss ich auslassen hier wieder wegen YouTube. Lautstärke, pass mal auf. Guck mal hier, 25 Grad. 25 Grad. Hier in dem Parkhaus. Total stickig. Wahnsinn. So, jetzt ist hier gerade ein Pärchen, die stehen da. Die sind jetzt gerade mal zum UCI und fragen mal, was man hier so machen könnte, dass wir hier rauskommen. Ne? Vielleicht haben die so ein paar Mitarbeiterchips oder so, die mal da reinschmeißen könnten. Auf der anderen Seite. Das wäre natürlich auch mal eine Option. Ne? Oh, jetzt, da kommen Menschen. Ich mache mal eben kurz. Genau, und ich hatte dann doch noch eine Nummer rausgefunden und da kam dann eine Durchsage, sie rufen außerhalb unserer Öffnungszeiten an. Also so nach dem Motto, läuft. Ja. Wenn Sie Probleme haben, drücken Sie doch den Notknopf. Haben wir ja gemacht. Ja. Passiert hier nichts. Und dann, also ich erzähle einfach mal weiter. Ja, mach mal. Haben gesagt, okay, komm, wir rufen die Polizei an. Was sollen wir sonst machen? Soll ich hier Knight Rider spielen und durch die Schranke oder über die Schranke springen? Turbo Boost. Ja. geht nicht. Kameraüberwachung, ihr wisst Bescheid. Alter, ist der jetzt voll über Rot? Ja. Was sind die alle durch, ey? Zu viel Lack gesoffen, ey. Ja. Also auf jeden Fall Polizei angerufen. Und wisst ihr, was die Polizei gesagt hat? Im Endeffekt, die haben mich gefragt. Die haben dann versucht, auch nochmal beim Kuhpark anzurufen.
keinen erreicht, wir können Ihnen nicht helfen. Nach ungefähr 5 bis 10 Minuten Gespräch. Wir können Ihnen nicht helfen. Sie müssen sich leider selber helfen. Was hättet ihr an der Stelle gemacht? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ja. Schranke unten und die Polizei hilft dir nicht. Und du willst einfach nur nach Hause. Ja? Okay, habe ich mir gedacht, okay. Versuchen wir noch was. Rufen wir die Feuerwehr an, was wir machen sollen. Also zwischenzeitlich waren wir aber auch, war jemand auch im UCI und hat da nachgefragt. Die stehen wohl irgendwie auf Kriegsfuß mit dem Parkhausbetreiber, ging auch nicht. Sie konnten uns auch nicht helfen. Ja. Es hat dir für so eine Kleinigkeit im Prinzip niemand geholfen. Dann habe ich die Feuerwehr angerufen. Das Gespräch hätte ich euch gerne aufgezeichnet. Feuerwehr der Stadt Düsseldorf. Ja, ich sag Cobretti hier. Wo ist der Notfall? Ich sag, wir haben keinen Notfall. Wo ist der Notfall? Wir haben keinen Notfall. Sagen Sie mir die Straße, wo der Notfall ist. So, okay, wenn Sie es wissen wollen, habe ich ihm gesagt, dann im Kuhpark, Parkhaus, der, wie heißt das, Medienanstalt oder was hat man da? Medienhafen. Im Medienhafen. Ja, eine Anstalt war es. Ja, das war wirklich eine Anstalt, im UCI unten in Düsseldorf. Aber es ist nichts passiert. Ja, was ist denn? Ich sag, wir kommen hier nicht raus, wir haben die Polizei angerufen, wir kommen hier einfach nicht raus. Ja, und da war im Endeffekt, wir können Ihnen auch nicht helfen. Also die Polizei hat nicht geholfen, der Parkhausbetreiber hat nicht geholfen, die Feuerwehr hat nicht geholfen. Und dann hatten wir aber, zum Glück hat sich mittlerweile, ging dann die zweite Schranke auch nicht mehr. Ja. Und dann hat sich dann bis auf mehrere Etagen der Verkehr gestaut. Zig Leute haben die Polizei dann angerufen. Nichts tat sich. Ja. Und dann haben wir zum Glück ein paar dabei gehabt. Da war die Zündschnur relativ kurz. So schnell konntet ihr gar nicht gucken. Da war eine Zange am Mann. Auch ein Gruß an dieser Stelle. Ja, ja. Also wirklich ganz furztrocken. Respekt. Ohne eine Miene zu verziehen. Zange geholt und Schranke abmontiert und dann sind wir rausgefahren. Alter, 23.13 Uhr, ich gehe kaputt. Wie lange hat das jetzt gedauert? Das kannst du dir nicht ausdenken, Junge. Aber uns wurde für unser Geld was geboten. Ja, das war besser als der rechts, Film. Links oder? Ja, rechts rum. Junge. Eiskalt. Ja, das Ganze habt ihr ja entweder im Video schon gesehen oder ich spiele es gerade ein. Ja. Und das Lustige war, da war ja noch ein älteres Pärchen, die wollten sich da oben einen Cocktail zischen. Ja, da oben war auch so eine Cocktailbar. Und der hat gesagt, ja, das kenne ich. Wir steckten ja auch schon mal um 3 Uhr nachts fest, aber da hat wenigstens dann einer aufgemacht. Ja. Das ist der Wahnsinn, wirklich. Aber also, fand ich gut, dass die die uns da so geholfen haben. Ne? Die wollten ja eigentlich, wie gesagt, los und die haben ja auch dann die Feuerwehr und so angerufen. Fand ich echt nett von denen. Ey. Ja, also Wahnsinn. Also überlegt euch, Leute, es hat keiner geholfen. Und mal, es gehört nicht zum Thema, aber wisst ihr, Masken aufsetzen und so, das wird natürlich hart kontrolliert. Aber wenn ihr mal in so einem scheiß Parkhaus feststeckt, bei 28 Grad hoher Luftfeuchtigkeit, Abgase da drin, holt euch keine Sau da raus. Ja. So. Also das ist wirklich ein Unding. Kann ich auch nicht nachvollziehen, wie ein Parkhaus, was 24 Stunden auf hat, ja, da kannst du 24 Stunden rein und raus, da muss es eine Notfallnummer geben. Sowas gibt's nicht. Das kann nicht sein. Oder dass die müssen doch da Schichtdienst haben. Ich meine, 8 bis 18 Uhr, schön und gut, 10 Stunden, aber es kann nicht sein. Gerade am Wochenende nicht. Ja, oder da hatte einer einen Notfallapparat mit oder was und der nimmt seinen Job so richtig ernst, weißt du? Ja, kann so. Natürlich auch sein. Ruft schon keiner an, komm, wir schieben eine Nummer, ruft schon keiner an. Also ich bin mal gespannt, wir standen ja jetzt an erster Stelle da an dieser Schranke. Dann habe ich da gelesen auf einem Plakat, dass da Kameras sind wegen Kennzeichenerkennung da. Und ich bin mal gespannt, ob da was kommt wegen dieser Aktion jetzt. Und ja. Weil ganz ehrlich, ich habe nichts gemacht, weil mein Auto als erstes vor der Schranke stand. Und ich bin, ob ich da rauskomme oder nicht, wenn der Betreiber das auf Video hat, muss das auch wieder nachweisen können. Kannst du an der Stelle. Gut, du hast zwar ein paar Zeugen, aber das ist nur Theater. Und deswegen konnte man nichts machen, auch sachbeschädigt. Ich hätte eh nichts kaputt gemacht. Mhm. Aber im Endeffekt sieht man ja auf der Kamera, wir beide sind ja in dieses Auto eingestiegen. Eben. Und der oder diejenigen, die abgeschraubt haben, dann in andere Autos. Ja. So, die, also vor allem sind wir raus aus der Nummer. Ja, ne? Es wurde abgeschraubt. Und das kann man wieder dran schrauben. Genau. Mein Gott, das sind Schrauben. Was sollen wir da großartig kaputt machen? Ja. Wenn uns. Die Polizei hat selber gesagt, helfen Sie sich selber. Haben wir gemacht. Fertig.
Ja, also so also ist ein Witz. Ein Unding. Witz. Vor allen Dingen, was hat die Feuerwehr noch gesagt? Ja, können Sie das Gebäude verlassen? Ja, genau so. Der hat total die Welle gemacht. Ich so, bleiben Sie doch. Nein, Sie müssen jetzt sagen, wo Sie sind. Sondern ich kann mir vorstellen, es rufen mit Sicherheit zwischendurch bei der Feuerwehr Vollidioten an, wo was passiert und die kriegen die Adresse nicht raus. Aber darum ging es mir ja auch gar nicht. Ich habe gesagt, es ist doch nichts Schlimmes passiert. Wir stecken im Parkhaus. Ja, können Sie denn das Parkhaus verlassen? So nach dem Motto, das Ding brennt. So, ja, natürlich, nur unser Auto nicht. Wir kommen nicht raus. Wir brauchen jemanden, der die Schranke aufschaut. Wir sind nicht für zuständig. Und dann stehst du da. Also lächerlich. Und das mitten in Deutschland. Ja. Also kann ich nicht nachvollziehen. Also es ist wirklich nicht gelogen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern wir da. Da haben wir eigentlich gar kein Videomaterial von, ne? Von was? Von der Feststeckaktion da. Oh doch, wir haben ja ein bisschen was. Bisschen haben wir was. Naja, egal. Auf jeden Fall, was ich damit sagen wollte, es waren bestimmt 15 bis 20 Autos. Aber das nicht, nein. Also wie viel es waren nicht, ne? Das dann. Nee, aber wie gesagt, es ging auf 2 Etagen. 15 bis 20 Auto waren es locker. Es waren ja oben schon fast 8. Wahnsinn, ne? Also lächerlich alles. Was denken die denn, dass wir alle da unsere Autos stehen lassen und gehen nach Hause oder was? Also da müssen die sich mal ganz dringend was einfallen lassen. Ja, aber da könnt ihr gerne unten in die Kommentare mal reinschreiben, was hättet ihr gemacht an der Stelle. Und jetzt schreibt nicht Vollgas und durch die Schranke, das hätte keiner von euch gemacht. Ja, das ist Bullshit. Ne, einfach irgendwie, weil man weiß dann wirklich in der Situation, du bist jetzt von jetzt auf gleich in der Situation und dann guck mal. Aber das Schöne ist, da sieht man mal wieder, Menschen halten dann doch noch zusammen. Wenn man in einer Situation ist, wildfremde Menschen, man hilft sich. Ne? Ja. Der eine, wie gesagt, also die hatten so eine kurze Zündschnur, ja, da passierte direkt was. Eiskalt. Der war ein cooler Typ, ne? Der kam schon von hinten ganz, der kam angestampft, hat sich das Ding angeguckt, was ist denn hier los? Ja, dann haben wir ihm das kurz so erzählt. Ich drück da gleich nach oben, sagt er. Ja, dann hat er auch noch irgendwie kurz telefoniert, habe ich gesehen. Und dann ging er da in das Treppenhaus und dann kam er wieder und hat das einfach vor allem, wo hat er denn auch immer das alles hergekriegt? Ja, im Auto bestimmt. Mit rein, ja. Auto bestimmt. Sonst habe ich gesagt, wir können das ja nicht so machen hier, weil ist ja Kameraüberwachung. Ist mir egal, ich will hier raus. Ja. Er hat sofort eine Lösung gefunden. Ja. Bester Mann des Abends, ey. Auf jeden Fall. Stabile Leistung. Auf jeden Fall. Ja, also jetzt ist 0.20 Uhr, Leute, und ich mache mich jetzt auch nach Hause. Ja. Wir sind ja hier in Düsseldorf. Ich fahre jetzt nach Hagen. Also ich bin vor 1 Uhr nicht zu Hause, bis ich im Parkplatz, also 1:30 bin ich im Bett. Und deswegen würde ich sagen, also an der Stelle, wenn nichts mehr ist, können wir das Video beenden. Ja, bitte. Ja, endlich reicht auch, ja, den ganzen Tag schon wieder ertragen, hier einen halben Tag, das stimmt. Ja. Vielen Dank nochmal hierfür. Und das muss ich ja natürlich nochmal erwähnen. Das geht nicht, das kann ich nicht. Kommst du rein? Ja, sicher. Hier, wie am Anfang gesehen, nochmal vielen lieben Dank. Gerne, gerne. Geile Sache. Vielleicht gerne. Sylvester Stallone oder so, ich feiere voll darauf ab. Richtig geil, ey. Das ist, ja, unbezahlbar halt, ne? Und nicht für geil. Ja, das war's. War mal wieder auf jeden Fall schön. Ja. Ein gemeinsames Video ist schon eine Weile her. Auf jeden Fall. Müssen wir öfters machen. Sicher. Ja. Ihr hattet eine relativ lange Review jetzt. Bestimmt ein interessantes Video für euch. Gerne unten alles in die Kommentare. Auf jeden Fall. Video bewerten, nicht vergessen. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Lasst es uns wissen. Ne? Genau. Ja. So, dann sind wir an der Stelle wieder weg, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ja. Verabschiede mich jetzt auch von dir. Leute, macht's auch gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, macht's gut. Euer Mobi Picker. Und euer Sascha Kubretti. Genau. Ja, jetzt sind wir ein bisschen auf jeden Fall. Also, macht's gut. Ciao. Ciao.